und die Brust wird immer weniger voll sein und absacken. 10 Jahre ins Fitnessstudio gehen und der Körper sieht 1:1 genau gleich aus. Ey, und das ist die krasseste Zeitverschwendung, die es überhaupt auf der Welt gibt. Unlogischste und dümmste, was man machen kann, und man wird einen immer schlechteren. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute geht es um 3 absolute No-Go-Übungen für Damen im Fitnessstudio. Aber natürlich nach dem Intro. Also meine Damen, heute geht es jetzt um 3 Übungen, die dürft ihr wirklich nicht machen im Fitnessstudio. Und ich werde es ganz genau erklären, weil ihr werdet diese Empfehlung zu diesen Übungen überall sehen. Wenn ihr es eingebt bei YouTube, werden ganz, ganz viele Leute euch genau diese Übung empfehlen. Und ich werde euch heute sagen, dass ihr sie definitiv nicht machen sollt. Und ich werde es natürlich auch erklären, warum das Ganze so ist. Und dann könnt ihr selber sagen, mache ich trotzdem oder mache ich nicht, weil ich sehe ja, da draußen herrscht schon krass eine kognitive Dissonanz. Das heißt, viele Menschen sehen, ey, die Übung ist echt nicht gut dafür, aber empfehlen sie trotzdem jahrelang weiter. So, damit kämpfe ich seit 15 Jahren. Aber ich erkläre es heute und dann könnt ihr selber entscheiden, alles klar, die Übung mache ich definitiv nicht mehr oder ich mache sie einfach weiter. Aber bevor wir das machen, ist es natürlich wichtig, dass ihr erstmal den Kanal hier abonniert und die Glocke drückt. Die Statistik ist immer noch erschreckend. 60% der Leute, die diese Videos von mir schauen, haben nicht den Kanal abonniert. Und das wollen wir natürlich nicht, weil es bringt nichts. Wenn du ein Video siehst und das geil findest und die nächsten 10 Tipps erfährst du gar nicht. Deswegen unbedingt abonnieren. Was sage ich noch immer dazu? Folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da entstehen die Videos, die wir hier machen. Da schreibt ihr mir, Cecil, ich würde so gerne ein Top-3-Video, welche Übungen man nicht machen darf im Fitnessstudio. Und dann sage ich, ey, das ist eine gute Idee, mache ich mal auf YouTube. Und dann kommt so 3 Wochen später hier. Deswegen unbedingt auf Instagram folgen und wir starten mit Übung Nummer 1. Übung Nummer 1 müsst ihr unbedingt vermeiden, wenn ihr gesund bleiben wollt. Und mit gesund bleiben meine ich nicht, ich lese schon die Kommentare, ich sehe sie schon vor mir. Wenn ihr diese Übung macht, dann kann es natürlich sein, dass ihr die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre gar kein Problem bekommt. Okay, und bestimmt sind dann Kommentare so, ey, ich mache die Übung aber schon seit 15 Jahren und habe noch gar keine Schulterschmerzen. Ja, dann hast du Glück gehabt. Es gibt auch Raucher, die rauchen, bis sie 90 sind und haben noch keinen Lungenkrebs. Dann haben die Glück gehabt. Aber es ist absolut Gift für die Schulter, wenn man beim Latzug, also ihr zieht von oben nach unten, wenn man hinter den Kopf zieht. Da sind Damen für prädestiniert, weil Damen sehr gelenkig sind mit den Schultern. Also die meisten Männer kriegen ihre Arme nicht mal hinter den Kopf. Deswegen ist es eher bei Damen. Und Damen fühlen sich da noch wohl, weil die sind so gelenkig im Schultergelenk, dass sie denken, wieso, ist doch gar kein Problem, das hinter den Kopf zu ziehen. Aber rein anatomisch, wenn ihr aus diesem Schulterblatt, was so ein bisschen schräg nach vorne geht, wenn ihr zu weit nach hinten geht und da Bewegungen zieht, dann habt ihr unterm Schulterdach sowieso sehr wenig Platz. Da läuft ein Schleimbeutel lang, da laufen Sehnen lang, da läuft alles Mögliche lang. Und ihr wollt diese Strukturen nicht schon mehr belasten, als wir es sowieso schon in unserer heutigen Welt und wie wir uns bewegen tun. Also wir bewegen unser Schultergelenk zu, keine Ahnung, nur 2%, weil wir immer die ganze Zeit in diesem Bereich sind. So, und wenn wir jetzt auch zum Beispiel Bankdrücken mit zu hohem Ellbogen oder so machen, dann scheuern wir hier die Strukturen richtig ab und die Rotatorenmanschette ist sowieso schon nicht gut durchblutet, weil wir den ganzen Tag irgendwie so sind und es ist eine Katastrophe für die Schulter. Deswegen lasst es einfach. Zieht beim Latzug immer nach vorne, also vorne auf die Brust und nicht nach hinten ziehen, weil es trainiert einfach die gleichen Muskelgruppen. Es macht überhaupt keinen Vorteil oder überhaupt gar keinen Sinn, die Schulter kaputt zu machen, obwohl man eine andere Variante wählen kann, nämlich vor dem Kopf, wo alles gut ist mit der Schulter, wo ihr keine Verletzungsgefahr habt. Deswegen, das ist auf jeden Fall Übung Nummer 1, unbedingt sofort streichen und nie wieder machen. Okay? Jetzt kommen wir zur Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 ist so krass, weil ihr werdet diese Empfehlung überall, guckt einfach bei YouTube, Frauen, Damen, welche Übungen, ihr werdet das überall sehen.
Und das ist für mich so krass unverständlich. Okay, als Dame trainiert ihr nicht, also wenn man einen Muskel trainiert, zum Beispiel jetzt den Brustmuskel, dann trainiert man eigentlich immer alle Anteile. Es kommt immer nur darauf an, gehe ich jetzt nach oben mit meiner Bewegung, dann habe ich mehr den oberen Teil der Brust. Gehe ich nach unten, wie zum Beispiel bei Dips oder beim negativen Bankdrücken, dann habe ich mehr den unteren Teil. Also ihr trainiert immer, egal was ihr macht, die ganze Brust. Es kommt immer nur darauf an, beanspruche ich jetzt mehr den oberen Teil oder mehr den unteren Teil. Und für mich als Dame den oberen Teil der Brust stärker zu trainieren oder schräg hochzugehen oder schräg Bankdrücken, macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum macht es gar keinen Sinn? Weil die meisten Frauen, und da kannst du jetzt selber überlegen, habe ich da Bock drauf oder nicht? Wenn ihr Bock drauf habt, dass der Muskelstrich wirklich bis hier zum Hals geht, also dass man hier oben noch Muskeln im Dekolleté sieht, dann könnt ihr die Übung natürlich machen. Meine Erfahrung seit 20 Jahren ist, dass Frauen eher sagen, nein, ich möchte hier oben keinen Muskelstrich haben. Das ist eher für die Männer. Deswegen würde ich Männern immer empfehlen, ey, ihr trainiert sowieso die untere Brust mit. Unten ist sowieso immer dicker als oben. Deswegen fokussiert euch nur auf die obere Brust und macht nur Schrägbankdrücken. Bei Männern, weil bei Männern sieht es cool aus, wenn der Strich bis nach oben geht. Bei Damen eher nicht. Und jetzt überlegt mal so rein logisch, wenn ich einen Muskel krass trainiere, dann wird sich da die Zellsituation verbessern. Das heißt, so ganz einfach ausgedrückt sagt man, Fettgewebe hält sich nicht auf guter Muskulatur. So, und jetzt überlegen wir mal. Also wenn wir die Brust richtig krass trainieren, sodass die Zellsituation da immer besser wird, die Insulinrezeptoren werden immer besser, wird immer insulinsensitiver, wir verbrennen da immer mehr Fett und die Zelle wird mega gut. Dann überlegen wir doch mal, weil der dümmste Gedanke, den man bei der Brust haben kann, ist, ich trainiere die obere Brust und dann geht die untere Brust, wird hochgezogen. Das habe ich wirklich von Trainern gehört. Das ist so schlimm, weil es so falsch ist. Man kann Fett- und Drüsengewebe nicht trainieren. Und wenn ihr jetzt den oberen Teil trainiert und die Zellsituation da richtig gut wird und ihr dann dementsprechend in dem Bereich auch mehr Fette verbrennt, wie wird es dann denn dann aussehen? Habt ihr schon mal einen Bauch gesehen, der unten flach war und darüber dicker wird? Nein, das gibt es nie. Du weißt, wenn du abnimmst am Bauch, dann fängst du oben an abzunehmen und dann siehst du oben irgendwann das Sixpack, aber das letzte Fett ist immer unten. Und das ist bei der Brust natürlich genauso. Wenn du an der Brust Fette verlierst, dann wird es nicht von unten dünn sein und dann nur hier oben Fett drauf. Das gibt es ja bei keinem Menschen auf der Welt. Das heißt, wenn du den Muskel immer richtig gut trainierst und du trainierst nur oben und hier, dann der Muskel kommt hier schon raus und das Fettgewebe wird immer weniger, weil die Zellsituation immer besser wird, dann geht das Fett von oben nach unten weg. Und Brüste sind Fett- und Drüsengewebe. Das heißt, hier oben geht immer mehr Fett weg, immer mehr Fett weg und die Brust wird immer weniger voll sein und absacken. Ist doch logisch, oder nicht? Ist das nicht logisch? Deswegen ist meine Empfehlung, wenn du hier oben einen Muskelstrich haben willst und wenn du willst, dass das Fettgewebe sich hier verzieht oben und runter geht, dann machst du diese Übung. Wenn du das nicht möchtest, dann bleibst du bitte bei Dips nach unten drücken und das war's. Oder wenn du Kabelzug machst, aber alles nach unten. Und natürlich, klar, wenn es um Muskelaufbau oder Fettabbau geht, dann sage ich immer den kurzen Satz jetzt hier, kommt es immer auf die Ernährung an. Aber trotzdem, das sind die Grundsätze, warum du definitiv nicht, auch wenn ich es immer wieder höre, nicht schräg nach oben als Frau drücken sollst. Okay, so, Übung Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist echt heftig, weil das ist, glaube ich, mein meistgeklicktes Video auf meinem Kanal. Es geht um die Hip-Dips. Und egal welches YouTube-Video ihr gucken wollt, wenn es um Hip-Dips geht, werden euch von allen YouTubern da draußen, von allen Videos, sind falsche Übungen. Sind Übungen, die das Problem noch stärker machen. Und ich sage das jetzt seit 15 Jahren insgesamt, aber online seit 3 Jahren. Und über diesen Punkt gibt es eigentlich nichts zu
zu diskutieren, weil wenn ich jetzt sage, hey, du willst Brustmuskeln trainieren, okay, mach mal Bankdrücken. Aber alle sagen, nein, wenn du Brust trainieren willst, musst du Rudern nach hinten ziehen. Weil da machst du ja die Brust nach vorne und dann ziehst du nach hinten. Und ich sage, hä, wie? Wenn du Brust trainieren willst, musst du nach vorne drücken. Und du hast recht, weil es ist die Anatomie. Aber trotzdem sagen alle weiter, nein, du musst nach hinten ziehen. Weil wurde ja immer so gesagt. Das ist für mich unverständlich. Wenn du die Abduktoren nach außen drückst, und das sind alle Hip-Dip-Videos, auf der Seite liegen, seitlich hoch, im Handstand, egal in welcher Körperposition, weil dann kriege ich immer die Frage, Cecil, aber wenn ich auf der Abduktorenmaschine mich hinstelle und dann so halbe Kniebeugen mache und dann nach außen drücke, ist es dann was anderes. Cecil, wenn ich auf der Seite liege und dann das Bein hochmache, ist es dann was anderes. Cecil, wenn ich im Handstand bin und dann die Beine auseinander mache, ist es dann was anderes? Nein, es ist nie was anderes. Wenn du die Beine nach außen machst, trainierst du den mittleren Po-Muskel. Und der sitzt schön da oben und wenn der immer stärker wird und immer weiter nach außen kommt, dann kriegst du keinen vollen Po, weil die Anatomie des Pos ist einfach nicht so. Du hast hinten einen Gluteus Maximus, der geht nach hinten raus. Dann hast du erstmal eine Kuhle und dann hast du den Medius da drüber. Das ist Fakt. Und wenn du jetzt immer diesen Muskel da drüber trainierst, dann kommt der immer weiter raus. Und wenn du nicht das Glück hast, dass du dazwischen richtig schön viel Fettgewebe hast, was du ja nicht unbedingt 100% kontrollieren kannst, wo dein Körper Fettgewebe einfach hinpackt, dann wirst du natürlich die Beule immer doller sehen und das Loch darunter immer doller. Die Damen, die einfach mega gepolstert sind mit Fettgewebe und die Übung machen, da fällt es nicht so stark auf. Aber im Grundsatz, wenn man nicht ein Hüftproblem hat, wo man wirklich die Strukturen trainieren muss, damit der Knochen in der Pfanne bleibt oder andere O-Bein-, X-Bein-Geschichten, wenn es nicht was Orthopädisches ist, wenn es um die Hip-Dips geht, dann ist die Übung, nach außen zu drücken, das Unlogischste und Dümmste, was man machen kann und man wird einen immer schlechteren Po haben. Und es ist egal, wie viele Videos da draußen gemacht wurden, es ändert nichts. So. Und ich kriege so viele Nachrichten, fast jeden Tag über dieses Hip-Dips-Thema. Und ich kriege immer gesagt, dass seitdem die Damen mit dieser Übung aufgehört haben und sich auf die richtigen Übungen konzentriert haben, wie zum Beispiel Kniebeugen, Ausfallschritte, Hip-Trust und so weiter, dass die Hip-Dips weniger wurden, weggingen und sie einen schönen Po entwickelt haben. Deswegen sehr kontrovers hier. Also bei Übung Nummer 1, also hinter den Kopf ziehen, das sollte nicht kontrovers sein. Wenn ihr irgendwo jemand hört, der sagt, zieh hinter den Kopf, dann dreht euch um und geht. Aber Nummer 2 und Nummer 3 sind mega kontrovers. Und ihr habt jetzt meine Erklärung dazu gehört. Es ist relativ logisch. Es hat relativ viel mit Biochemie, mit der Zelle, mit der Zellsituation und mit der ganz normalen Anatomie zu tun. Ich kann da auch nichts für. So, und das ist einfach nur, ich sage ja nur das, was dadurch trainiert wird. Und jetzt bei den Abduktoren zum Beispiel, da wird der Gluteus Medius trainiert. Und der sitzt da oben. Und wenn der zu ausgeprägt ist, dann sieht es scheiße aus. Und erst recht, wenn man da drunter nicht gesegnet ist, dass man mega Fett hat zum Aufpolstern, dann sieht es halt kacke aus. Aber wenn du sagst, nein, ich habe richtig Lust, da drunter ein Loch zu haben, der Po geht nach hinten raus, ich habe da drunter ein Loch und da drüber eine Wulst, den Medius, der da rausguckst, wenn du sagst, so will ich aussehen als Dame, dann mach es. So, nur du weißt es jetzt, was trainiert wird, okay? Das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir mega doll geholfen. Und was ist wichtig? Gezielt alles zu machen. Es bringt gar nichts, so wie ich ja immer die Nachrichten bekomme, ey Cecil, ich mache diese Übung seit 10 Jahren, mein Arsch sieht immer schlechter aus. Oder ey, ich mache diese Brustübung immer, ich sehe aus wie ein Mann hier oben. So, man muss es richtig machen. Man muss es richtig machen und dann natürlich kombiniert mit der richtigen Ernährung. Was ist das Ziel? Fettabbau, Muskelaufbau. Es muss alles strukturiert werden. Die Leute gehen auch nicht irgendwo auf den Acker und bauen sich ein Haus ohne einen Architekten, ohne einen Plan, ohne alles. Einfach Stein auf Stein und ich baue das Haus fertig und hinterher so, oh shit, ich habe eine Tür vergessen und ein Fenster. Das macht man ja nicht. Gerade beim Körper, gerade bei diesem komplexen Thema Körper, Gesundheit, Ernährung, da
holt sich keine Hilfe. Da denken alle, nee, das weiß ich. Also wie ich meine Kloschüssel, meine Kloverstopfung zu Hause wegkriege, da hole ich einen Klempner. Aber was mit meinem Körper und meiner Gesundheit zu tun hat, da weiß ich alles. Nein. Okay, mein Tipp ist immer, holt euch jemanden, der wirklich Ahnung hat. Okay, hast du schon mal irgendeinen erfolgreichen Sportler ohne einen Trainer gesehen? Nein. Hatte Muhammad Ali einen Trainer? Hatte Michael Jordan einen Trainer? So, das ist schlau. Okay, deswegen richtig planen, alles richtig aufstellen und dann Gas geben. Okay, und deswegen guckt auf jeden Fall, weil ich habe tausende Menschen zu ihrem Traumkörper gebracht und zwar ohne, dass sie auf irgendwas verzichten. Deswegen guckt unbedingt die kostenlosen Videos in der Free-to-Maximum-Prinzip. Keine Kosten, kein Abo, gar nichts. Guckst dir einfach an und da siehst du, das ist der Anfang für dich, dass du alles richtig machst und nicht diese Fehler. Ich sehe es seit 20 Jahren, sehe ich Leute, die 10 Jahre ins Fitnessstudio gehen und der Körper sieht 1:1 genau gleich aus. Ey, und das ist die krasseste Zeitverschwendung, die es überhaupt auf der Welt gibt. Okay? Deswegen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Teilt es natürlich. Diese drei Übungen bitte nicht mehr machen, es sei denn, ihr wollt so aussehen, wie ich es erklärt habe. Und kommentiert natürlich gerne. Teilt das Video. Rasiert den Like-Button. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Coach Cecil.